die starken Männer bei ihren Kämpfen beobachten. Otto Wanz hat, wie in den Jahren zuvor, auch heuer wieder mit seinen Berufsringern in Liebenau Station gemacht. Einer der beliebtesten Programmpunkte war auch heuer wieder der Battle Royale. Was man hierzulande schlicht als Massenrauferei bezeichnen würde, nennt sich bei den Berufsringern Battle Royale. Ein echter Publikumshit. Sechster Mann gleichzeitig in Aktion, das garantiert Show und sportliche Unterhaltung, deretwegen man ja schließlich gekommen ist. Einfach nur Spaß, Gaude und die Faszination, wie diese Brocken sich bewegen und fallen. Das ist überhaupt das Publikum ein Wahnsinn. Das fällt mir mal am besten da. Seit 24 Jahren schon füllt Otto Wanz mit seinem Catcher-Turnier in Liebenau das sportliche Sommerloch in Graz. Alles, was groß und stark, gut oder böse ist, kommt hier zusammen. Eine bunte Mischung von Berufsringern aus allen Erdteilen. Alle sind sie hier vertreten. Die Exoten. Die Unbesiegbaren. Die lokalen Größen. Die Unbeschreiblichen. Die Schönen. Und die noch Schöneren. Viel persönlicher Einsatz wird von den Ringern vorausgesetzt. Alle sind sie ein Rädchen im gut geschmierten Showprogramm. Der Ringrichter und nicht zuletzt auch der Saalsprecher. Otto Wanz hat als Veranstalter die Lage immer stets im Griff. Er weiß schließlich selbst noch am besten, was seine Fans sehen wollen. Ich glaube, das ist es, was das Publikum auch auf Zeit immer wieder in die Halle bringt. Zuerst eine bombensichere Leistung, gute sportliche Leistung und dann die Show dazu, dann wird der Ringkampf immer bestehen. Mittlerweile ist Otto Wanz mit seinem Turnier der Berufsringer längst nicht mehr alleiniger Platzhirsch. Amerikanische Veranstalter mit noch viel mehr auf Show ausgerichtetem Programm drängen auf den Markt. Verdrängt haben sie den Grazer vorerst nicht, dessen Truppe Abend für Abend relativ guten Zuspruch genießt. Ein bisschen Abwechslung. Sonst passiert ja in Graz außer Eishockey nicht. Das Publikum gefällt mir. Vor allem die Männer mit den Muskeln, ne? Da stehe ich. Weil beim Battle Royale schließlich einer gewinnen muss, hat der Ire Fit Finley nach knapp 20 Minuten schließlich genug und befördert den letzten Konkurrenten, den deutschen Hühnen Ulf Herrmann, aus dem Ring. 10.000 Schilling, seine zusätzliche Börse an diesem Kampfabend für jemanden, der das Publikum regelmäßig zur Weißglut treibt. Spektakel pur, zu sehen noch in Liebenau täglich bis zum 9. Juli.